So, da sind wir wieder. Hallo zusammen. Wir machen ein zweites Video noch zu dem Thema Einstieg ins Unternehmertum. Welche Unternehmensbereiche würdest du denn empfehlen? Also gerade in eurem Geschäftsfeld der Nachfolgeregelung hast du sehr viele Einblicke in viele Branchen, viele Firmen, die übergeben werden. Welche sind denn nachhaltige Branchen, die langfristig erfolgreich sind? Also gerade in Stuttgart, in der Gegend, da wo ich wohne, gibt es einige Firmen, die waren vor 10, 15 Jahren, da ist es nur bergauf gegangen und jetzt sind die ziemlich tief im Tal angekommen. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich habe Lust, eine... Also Zulieferindustrie, meinst du? Zum Beispiel, ja. Gerade die Verbrennungsmotorenzulieferer und so, ja. Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel, hey, ich würde gerne eine Firma übernehmen von aus einer Nachfolgeregelung heraus, in welche Branche würdest du denn empfehlen, reinzugehen, wo man nachhaltig, langfristig erfolgreich ist? Also ich würde mir fast mehr die Geschäftsmodelle an sich anschauen, nicht ausschließlich die Branchen, weil um bei deinem Beispiel zu bleiben, also Autozulieferindustrie, da gibt es ja viele Firmen, die auch breiter aufgestellt sind, weil die haben ja das Know-how, wie man einen Motor herstellt und das kann auch dann ein Elektromotor sein. Mhm. Ja? Das können ja auch Teile sein, die du für einen Roller brauchst zum Beispiel, für einen E-Roller. Ja. Ja? Das heißt, es hängt immer davon ab, wie das Geschäftsmodell und die Prozesse in einem Unternehmen sind. Das heißt, man kann heute nicht per se sagen, dass diese Branche gut ist und diese Branche schlecht. Das hängt auch von den Firmen ab, wie sie sich ihre Modelle zurechtrücken und wie sie sozusagen innovativ bleiben. Mhm. Ja? Wir erinnern uns an die Geschichte von Nokia, die von Gummistiefel, Handys und wieder zurück. Also da gibt es ja verschiedene und ganz interessante Prozesse. Ja. Das heißt, produzierende Unternehmen, die was produzieren, die gute Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben, die gute Prozessabläufe haben, die einen guten Verkauf haben, würde ich mir generell immer anschauen. Ja. Und dann eben auch die Prozesse, ob sie sich gut, auf wie vielen Beinen sie stehen. Ja? Also wenn ich heute nur auf Dieselmotorenproduktion spezialisiert wäre, wäre es wahrscheinlich schwierig. Wenn ich dieses Motor-Know-how, was ich habe am Diesel, auf andere Bereiche umlegen kann, dann ist es wieder entspannend. Ja? Weil auch so ein E-Roller, wie gesagt, braucht einen kleinen Motor. Mhm. Ja. Auch ein Fahrer braucht einen Motor, diese modernen Fahrräder. Elektrofahrräder. Elektrofahrräder zum Beispiel. Ja. Ein Gimbal für eine Kamera, ne, wie du sie hier hast, braucht auch einen kleinen Motor, zwar ein kleinerer Motor, sind aber ähnliche Systeme. Das heißt, ich würde mir einfach anschauen, wo gibt es Prozesse, die profitabel sind und skalierbar. Das ist das Allerwichtigste. Okay, okay. Und wenn jetzt jemand eine Nachfolgeregelung anstreben möchte, also ich denke, das ist ein guter Weg, also Startups gibt es viele. Und wie viele davon erfolgreich werden, ist ein anderes. Es steht in einem anderen Buch und viele davon werden niemals erfolgreich. Und wenn man jetzt so eine Nachfolgeregelung aktiv suchen würde, wie würdest du den Prozess angehen? Was würdest du da machen? Würdest du einfach mal anrufen bei dir selbst so? Oder? Und, ja, man kann also bei Investmentbankern, man kann bei Beratern anrufen und fragen, habt ihr mal etwas im Portfolio? Ja? Mhm. Man kann mit Banken sprechen, jeder hat ein Konto, hat einen Bankbetreuer, man kann dort hingehen und sagen, betreut ihr in der KMU-Abteilung auch eine Firma, die jetzt vielleicht verkaufen will? Ja. Ja? Man kann in der Zeitung nachlesen, wie so ein Firmen steht, man kann selbst Research machen, man kann selbst auch zu Firmen hinfahren, zu kleineren oder größeren, ne? Ist nicht verboten. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, der Unternehmer sagt, ich will nicht mit Ihnen sprechen, ne? Dann gehst du halt nochmal hin. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, man muss auch wachsam sein, viel lesen und sich mit dem Thema beschäftigen. Okay. Ja, ich denke, so eine Abweisung kommt eher selten bei sowas. Weil Steuerberater zum Beispiel, der Anwalt, die kennen viele Unternehmer. Und dann? Ja, wenn du aufgeweckt bist und dich gut auskennst und höflich bist, möchte jeder Unternehmer gerne mit dir sprechen. Also ich zumindest. Ja. Und wie schaut dann so ein Deal aus? Also ist dann der Unternehmer direkt raus danach oder habt ihr auch schon Deals gemacht, dass zum Beispiel jemand das übernommen hat, das Thema, und dann der frühere Geschäftsführer oder Inhaber langfristig profitiert hat noch davon und dann irgendwann später raus war, 5 Jahre später zum Beispiel? Ja, eher zweiteres eben, weil der hat so viel Know-how. Der kann ja zum Beispiel 3 Jahre noch helfen, das Unternehmen groß zu machen oder noch größer zu machen oder das neue Management einzuschulen. Ja? Und wenn es dann richtig gut funktioniert, kann der eben auch sein Earnout bekommen. Also okay, wenn der dann mithilft und alles passt, kriegt er nochmal 1 Million obendrauf. Ja? Alle sind happy. Ja? Okay, und dann kann er wieder 10% davon, also 100.000 kann er dann auf den Kopf hauen. Ja, der wahrscheinlich dann mehr, weil er hat schon eine Pension, der hat eine andere Finanzplanung. Ja, ja, okay. Okay. Und aktuell ist es ja so, in Österreich, sowohl als auch in Deutschland, dass der Immobilienmarkt halt extrem im Fokus ist. Das Transaktionsvolumen geht extrem nach oben, sowohl auch die Preise. Hier in Wien habe ich schon vorhin gelernt vom Immo-Paul, die Mieten sind schön 5,18 Euro oder wie, gedeckelt in den Altbauten. In Deutschland ist es teilweise noch ein bisschen freier, aber
es sind auf jeden Fall Risiken, die kommen auf den Markt, die Regulierungen, alles Mögliche. Aber das Transaktionsvolumen steigt natürlich trotzdem an. Mhm. Wie kann man aus deiner Sicht optimal vom Immobilienmarkt profitieren in der aktuellen Situation? Es ist sicher so, durch diese Bewegungen, die du ja sehr, sehr schön skizziert hast, braucht man im Moment ein bisschen mehr Know-how, wenn man einsteigen möchte. Also früher hast du drei Wohnungen gekauft und warst auf der sicheren Seite, dass du die gut vermieten konntest. Ja. Es gab auch genug Angebot. Ja? Jetzt gibt es weniger Angebot. Das Angebot, das am Markt ist, muss man prüfen, weil es sind sehr viele Sachen dabei, die nicht interessant sind. Das bedeutet, dass wenn du einsteigen möchtest im Immobilienbusiness, brauchst du einfach mehr Know-how. Ja. Also du musst dich länger vorbereiten. Du musst mehr Zeit investieren in Research, in Gespräche, in das Finden von guten Maklern, Anwälten, Zuträgern etc. Überhaupt eine Spürnase entwickeln, wo es einen guten Deal gibt. Wie gesagt, von 100 Objekten, die wir uns anschauen, gibt es eben nur ein, zwei Deals, wo du sagst, okay, das zahlt sich aus. Mhm. Und um das beurteilen zu können, brauchst du mehr Know-how, wie gesagt, und das kostet mehr Zeit. Mhm. Und auch mehr Geld am Ende des Tages. Kaufst du aktuell noch Immobilien selbst in der jetzigen Zeit, so 2020? Würdest du noch was kaufen oder eher weniger? Natürlich, also wir kaufen, aber auch hier ist der Prozess so, dass wir uns einfach viel mehr anschauen in Summe. Mhm. Also kaufst du mit der Firma und privat auch noch zusätzlich oder beide? Ja, wir haben eine Firma, wo wir beteiligt sind, das ist die Helida Immobilien und die kauft und verkauft Immobilien. Eine Projektentwicklungsgesellschaft dann? Genau. Ja. Okay. Und was hältst du von Vermittlungsgeschäft in der aktuellen Zeit? Das Vermittlungsgeschäft ist immer gut, vor allen Dingen ist es super, um reinzukommen, um zu lernen. Du lernst Verkauf, du lernst den Markt kennen und du hast natürlich einen sehr, sehr guten Zugang, dass dir jemand was gibt zum Beispiel. Ne? Dass dein Anwalt weiß, dass du ein geschickter Vermittler bist und der sagt, hier gibt es eine Verlassenschaft, da ist jemand verstorben, da gibt es eine günstige Wohnung, kannst du kaufen. Okay. Ja. Den Dealflow bekommst du. Dealflow muss genau. Da sein. Ja. Ja. Und welches ist das Hauptrisiko, das du siehst jetzt im Immobilienmarkt aktuell, also für Investoren, wenn die jetzt was gekauft haben? Was ist das Hauptrisiko? Das ist immer so eine spannende Frage. Aus meiner Sicht gibt es nur ein Risiko, wenn du dich nicht gut auskennst. Ja. Ja. Also wenn du eine Immobilie vernünftig einkaufst und es passiert jetzt irgendwas ganz was Großartiges und alle Märkte brechen zusammen und jeder kriegt Coronavirus. Ja. Ja. Und ich habe schon gesehen, vorhin am Flughafen hier in Wien sind die... Gibt schon Leute mit Masken? Viele. Ja. In Stuttgart niemand, wirklich keiner. Und hier viele in Wien. Die Wiener sind ein bisschen sensibilisierter vielleicht. Oder? Ist schon ein bisschen, ich habe schon gesagt, ich habe gegoogelt, wie viele Corona-Fälle gibt es in Wien. Das ist ein Scherz beiseite. Also wenn wirklich auch was Schlimmes passieren sollte auf den Finanzmärkten und du hast deine Wohnung jetzt nicht total überteuert eingekauft und nicht schlecht finanziert, dann kann nicht viel passieren. Ja, okay. Ja? Wenn eine kleine Wohnung zum Beispiel, du wirst immer vermieten, die Familien und die jungen Haushalte müssen wo leben. Ja? Ja. Und somit ist das relativ sicher. Ist das sicher, ja. Wenn du natürlich zu teuer einkaufst und noch eine Fremdwährungsfinanzierung dahinter legst und die Märkte crashen, dann ist es vorbei. Ist vorbei. Was ist der beste Akquisekanal? Das ist bei Immobilienmeister. Alle komplett oder immer Screen und wo es halt reinkommt oder ja, Immobilien. Das ist eine Mischung. Mhm. Ja. Du brauchst gute Zuträge, also du brauchst gute Makler, die immer wieder gute Deals bringen. Mhm. Ja. Du brauchst andere Zuträge wie Anwälte, Steuerberater, Business Introducer. Du brauchst Social Media, also eine Instagram-Story machen, ich suche eine Wohnung zu kaufen. Ja. Ja. Du kannst Cold Call machen, also das Grundbuch abtelefonieren. Das geht nicht so einfach in Deutschland mit der DSGVO. Ja, es gibt aber Mittel und Wege, wie es funktioniert. Du kannst den Postler fragen, ob er nicht weiß, dass der Nachbar verkaufen will. Mhm. Du kannst Flyer-Aktionen starten. Okay, alles klar. Alles Mögliche. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg 2020, gute Immobilien-Deals. Und ich danke dir für deine Tipps, deine Zeit. Danke dir. Ja, lass dir gut gehen. Danke. Ciao.